Hoppadax, da. Das Ganze sieht so aus. Machen wir 4. Machen wir 4. Es ist eine weite Strecke. Ich mach mal so ein paar. Ich mach mal 50 Stück erstmal. Wir brauchen ja ein bisschen was, ne? So. Haben wir noch so ein Trichterchen? Wir haben noch einen. Können wir doch mal einen neuen schnell bauen? Trichter. Trichter. Holzschiene mit Falltür. Okay. Ja, wir brauchen erst eine Truhe wieder. Ich bin begeistert. Ach so. Jetzt haben wir eine Leitung. Jetzt haben wir einen Trichter. Jetzt habe ich noch einen Slave. Das ist ein Controller. Oh, ist da noch ein Slave drin? Das weiß ich jetzt nicht. Zack. Slave. So, Hopperdax haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir haben eine Truhe, haben wir. Was brauchen wir noch? Ein bisschen hier umpacken, dass es ein bisschen ordentlich hier ausschaut. Ich brauche dann noch eine Truhe. Ich muss mir noch mal eine Truhe bauen. Ah, ja. Ist gut, ein Eichenholz. Irgendwann will ich schon wieder farmen gehen. Das kann ich machen gleich. Du kannst ja weiter die Sachen hier rüberbringen. Jetzt machen wir es mal hier unten weiter. Flupp. Wir können hier diese hier abreißen. Kommen die eigentlich her? Die verkehrten abgerissen? Wo kommen die denn her? Ach so, das war das. Okay, hätte ich geil. Okay, ja. Das lassen wir auch erstmal so. Dafür braucht man Slave. Okay. Dafür brauchen wir den Slave. Okay. Dafür brauchen wir den Slave hier. Gut, dann werden wir den Slave hier wieder hinbauen. Oh, ich reiß den ganzen Küchenfußboden auf, den alten. Oh, da gibt es wieder Mecker von. Oh, weia. Es gibt doch bestimmt wieder Mecker von der Schoki. Solange die Schokolade nicht gefüttert wird, ist alles im grünen Bereich. Ja, was war das denn? Hat der Bumm gemacht? Keeper hat die Luft geschossen. Controller Slave, okay. Warum geht denn das nicht? Ah, ich muss andersrum bauen. Oh mein Gott. Da ist eine Hexe, so eine Rotzevieh. Warte mal, Freundchen. Siehst du denn jetzt?
Die ist beseitigt. Na, ist das doch schön. Ich muss da um die Ecke rumbauen. Ach, das ist doch doof. Das ist der Slave, okay. Aber muss ich jetzt hier alles abreißen, ey? Wollte ich eigentlich gar nicht. So. Darauf setze ich jetzt so einen Trichter. War das so richtig? Der ist mit der Truhe verbunden. Ich hoffe, es funktioniert so. Ich weiß es auch nicht, Freunde. Pass mal auf, ich nehme jetzt hier mal die... Sehe ich hier irgendwas hier mal raus? Das, was ich gut sehen kann. Brokkoli 36. So, ist rausgenommen. Jetzt packe ich die Brokkoli 36 hier rein und gucke, ob die hier irgendwo reinkommen. Es funktioniert. Ich kann hier zumachen. Gott sei Dank. Ich bin ja so froh. Wenn man diesen Hoppersacks einmal etwas verkehrt baut, dann war es das nämlich meistens. Dann funktioniert die ganze Sache nicht. Also man muss vom Controller bauen, dahin, wo man hinkommen will. Ja, wir schön machen was. Nachher. Nicht jetzt. Die Leitung ist umgeschwenkt. Das ist sehr gut. Nehmen wir mal meinen Rucksack hier. Pack ein paar Sachen jetzt mal weg, die ich mal nicht brauche. Und dafür nehme ich jetzt hier die ganzen Küchenutensilien mit. Ach, hier haben wir eine Fischtruhe. Ach du Scheiße. Nehme ich jetzt noch nicht mit. Was haben wir hier drin? Rohes Fleisch. Ach du Scheiße. Das kannst du zusammenpacken. Ja, mache ich. Ich nehme erstmal die ganzen arbeitstechnischen Angelegenheiten hier mit. Du kannst da weiter umsortieren. Du machst das schon. Ich bin die ganze Zeit dabei. Ja, ich muss den Weg hier weiterbauen. Außerdem ist dunkel. Wo bist du in der neuen Küche? Ich bin hier in der neuen Küche. Ich auch. So, wie möchtest du das denn wie irgendwo verstaut haben? Die Öfen in der Mitte so? Gegenübergestellt oder nebeneinander? Ja, hier vorne, hier an der Wand können sie hin. An der Wand, ich wollte diese ganzen Sachen in der Mitte haben. Ja, mir ist das egal. Kannst auch hier in der Welle auch kriegen, hier alles. Nee, da musst du dann auch Platz haben zum Laufen. Okay. Was können wir da drunter denn bauen? Da drunter könnten wir quasi hier diese... so eine Truhe bauen. Hier so eine Werkbank da drunter. Was hältst du davon? Hier, guck dir das so. Gefällt dir das so? Guck mal, ja, so. Ja. Mhm. Da drunter noch? Weiß nicht. Kann man auch noch einen Ofen hin. Ich wollte dann gerne so Schornstein nach oben durchbauen, dass das dann auch raucht, weißt du? Ja, wenn das geht. Klar geht das. Und ich baue es hier beide auf dem Fußboden hin. Ich mach lieber mit dem Schornstein. Und ich baue da drunter noch Schubladen für Fisch. Ja, oder so. Hm. Okay. Dann muss ich kurz hier nochmal den Fußboden hier aufreißen. Die Schublade fürs fertige Essen.
Das können wir dir in der Ecke dann hier nehmen, ne? Wenn es fertig ist. Hier. Ja, den nehmen wir dafür. Den nehmen wir. Pech gehabt. So. Das wird dann automatisch bei mir in Vorratskammer gepackt dann, ne? So, weg da mal. Ja. In dem Regal, wo du gerade baust, da geht dann alles automatisch, kommt aus dem Garten dort an. Ne, das ist doof. Das war doof. Wo sind denn meine, hallo? Hier, komm schon was in den Ofen rein. Ah, nee, die habe ich ja im Rucksack ja drin. Stimmt ja, die habe ich ja im Rucksack drin, meine Verkleidung. Toll, das war's. Super. Da muss ich mir noch ein paar Verkleidungen nochmal bauen. Bienenwachs ist... Wieso habe ich Bienenwachs dabei? Bienenwachs brauchst du ja nicht zum Kochen, oder? Mal nicht. Warum habe ich da Bienenwachs denn dabei? Hä? So, ich habe jetzt hier so einen Presser, habe ich hier noch. Was in der Mitte einbauen an Werkzeugen, oder... Nur irgendwo außen am Rand und sowas. Ist halt nur die Frage, ob man irgendwann vielleicht irgendwas automatisieren kann, weißt du? Mhm. Aber gut, so viel machen wir ja derzeit auch noch nicht, oder? Nee, im Moment nicht. Hier ist noch ein Kessel. Dann bauen wir hier auch nochmal eine kleine Werkbank rein. So, zack, ist auch egal. Hier haben wir jetzt mal über. So. Da kann man was pressen. So. Wenn du die Shift-Taste drückst, kriegst du mal die Steckweise. Brauchst nicht einzeln machen. Ach, hier muss ich auch noch weitermachen. Scheiße, ey. Oh. Erstmal drüben die Küche weiterbauen, soweit. Nochmal Sticky die Sticks. So. Jetzt machen wir Eichenverkleidung. So. 24 nochmal. Schwarze Eichenverkleidung. Warum schmeiß ich die Stöcker weg, ich Blödmann? Da muss ich mich gleich mal um die Leitung hier kümmern. Upsala. Einen Moment mal, ich hole mir kurz was zu trinken. Oh ja, bringt mir ein bisschen was mit? Das wäre nett. So, So,
So machen wir das. Fußboden? Fußboden ganz gemacht. Jetzt haben wir hier bestimmt noch ein paar. Haben wir. Ach, wir hatten hier noch dunkle Eichenverkleidung. Oh Mann. Na gut. Machen wir so. Sieht doch gut aus. Aber jetzt muss ich mich um die... Jetzt muss ich mich erstmal um die... um diese Leitung hier kümmern. Das heißt, ich reiße jetzt einmal hier diesen kompletten Weg hier auf. Meiner tollen Spitzhacke, die ich derzeit nicht reparieren kann, ist egal. Oh, wie viele Blöcke sind denn das? Okay, jetzt ist sie kaputt. Jetzt gucke ich mal, ob ich sie vielleicht reparieren kann. Entweder ist ein Fehler im Mod oder ich habe eine zu lange Leitung. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, ob ich die jetzt reparieren kann. Kaputt. Ja, super. Ich kann die nicht reparieren. Warum kann ich sie nicht reparieren? Hm. Okay, diese Hacke ist kaputt. Schade. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Warum ich sie nicht mehr reparieren kann. Bienenwachs ist Werkstoff, genau, das haben wir da drin. Ach, das ist ja schade. Mehr als schade. Ich kann meine Hacke nicht reparieren. Das geht nicht. Meine wunderbare Hacke kann ich nicht reparieren. Warum ist hier unten Kohle drin? Wieso ist hier unten Kohle drin? Hat jetzt hier die Kohle reingetan, hier unten? Oder ist sie oben voll, die Kohle? Kann auch sein, dass sie oben voll ist. No, ich wusste es doch. Ja, so gut wie voll. Wir müssen hier erweitern. Na super. Haben wir noch? Wir haben alle abgehört, Schablone. Sehr gut. Das machen wir mal. Nein. In Gold. Wir brauchen 4 Gold noch. Okay. 1, 2, 3, 4. Dann passt da wieder mehr Kohle rein. Das ist doch schön. Meine 1-Deck kann ich ja mitbringen. Aber warum kann ich meine Hacke nicht reparieren? Ich finde das gemein. Das ist ja sowas von gemein. Ach, Mann. Den ganzen Weg hier kurz beiseite nehmen.
sind die blöden Hühner hier noch da? Ich wusste es. Das heißt, ich muss von hier beginnen. Irgendwie wird gerade Nacht, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Wollen wir schnell schlafen gehen, damit ich in Ruhe weiterarbeiten kann? Können wir machen. Weil sonst bin ich hier meiner Arbeitsweise behindert und ich kann nichts machen. Ja, dann gehen wir pennen. Was machst du da hinten eigentlich gerade? Ich habe gerade ein paar Himbeeren geholt, kleine Haare. Ach so, gut. Die meine kleine Haare. Das ist ein bisschen zweideutig gerade. Die kleine Haare gehen ins Bett. Naja, mach ja nun mal so. Ich hab noch keine Himbeeren in meiner neuen Küche. Das gibt gar nicht. Och Gottchen. So, auf geht's wieder nach unten und es geht weiter. Oh, mal gucken. Ja, ein bisschen Kies wiederholen. Aber das kriegen wir auch hin. So, mal hier diesen ganzen Weg hier freischaufeln hier. Immer noch nicht da. Oh Mann. Wie weit muss ich denn hier? Ah, ich bin da. Hältst du es denn für möglich? So! Denke mal, ich werde diese Öfen mal ein bisschen mit Kohle befeuern. So, ein bisschen Kohle drin ist. Das kommt da rein. Zack. So. Feuerstein. Das Schlimme ist, da ist mein Hopperdachs. Ich kann meine schöne Spitzhacke nicht reparieren. Aus irgendwelchen Gründen kann ich die nicht reparieren. Weil wenn alle Stricke reißen, muss ich mir die neu bauen. Ist zwar schade. So, wir beginnen hier. Ich habe ein Problem, ich kann die Hopperdachs hier nicht anschießen. Warum nicht? Mit Shift? Ja, mit Shift. Okay. Nein. Das haben wir gesagt, wir müssen vom Controller weggehen zum Trichter. Das Gefühl, die Dinger werden nicht reichen. Die ich hier gebaut habe. So. Eine lange Leitung. Ja, ihr kennt auch den Witz von früher. Warum hat mancher Mensch einen großen Kopf für die lange Leitung? Ich alle ein bisschen Schnupfenviren haben, günstig abzugeben. Ja, mein Glück haben, reicht das sogar. Schauen wir mal. Dieser Umbau. Die Hühner finden es auch toll. Super. Dann werden wir die Schubladen nachher auch abschließen, wenn da Sachen drin sind, ne?
Schoki? Ja. Geh doch mal weg, du blödes Huhn. Ach, blödes Küken, geh doch mal weg. So, ich gehe jetzt mal hier zur Gartenkiste. Du weißt ja, ne? Da brauchen wir die jetzt irgendwie einsortieren. Und ich pack da jetzt mal rein. Pack ich da mal rein. Was man gleich auf Anhieb gut sieht. Ich pack da mal eine kaputte Axt rein. Die soll jetzt irgendwo in der Schublade bei dir erscheinen. Ist dem so? Siehst du irgendwo mal eine schöne Axt in den Schubladen? Ich bin hier gerade noch in der neuen Küche. Ja, das meine ich ja. Da sehe ich gar nichts. Da ist sie. Sie ist angekommen. Lüg doch nicht, da ist sie doch. Zack. Okay, danke. So, jetzt mache ich mal den Weg hier wieder ordentlich. Weil sonst gibt es wieder Mecker. Ne? Kennt das ja, ne? Frauen, Weg unsauber, gibt Mecker. Ja, das ist der Drache da hin. Genau, Gries oder kleiner Feuerwehrdacher. Hihi. Gries, du hieß der, wollte Feuerwehrmann werden. Genau. Hätte ich auch Kassetten von gehabt. Ich sag mir lieber, ob ich mal eine Achse reparieren kann, das ist viel wichtiger. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du damit verzapft hast. Ich hab damit gar nichts verzapft. So, Huhn, das tut mir zwar leid, wenn du hier abhaust, fliegst, wirst du hier gleich gekillt. So. Kommt eigentlich gekillt vom schottischen Kilt? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, na super. Jetzt komme ich da nicht mehr dran. Okay, geht doch. So, der Weg wird hier gleich wieder ein bisschen grün. Man sieht, wie auf jeder Baustelle, ne? Wenn frisch gegraben wurde, der Rasen, der ist braun. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Kies noch. Da haben wir ihn. Ein bisschen Kies muss sein. Bauen wir nachher vorne den Weg in Ordnung. So, du blödes Huhn. Haust jetzt da unten ab oder kriegt das über die Rübe? Okay, über die Rübe. Ihr habt gesehen, es litt an Arthritis und an Krebs und sonstig was. Ich musste es erlösen. So. Hier ist auch alles zu. Hey, sieht gut aus. Wunder der Technik. Dann bauen wir hinten weiter. Oh. Irgendwann müssen wir nochmal so eine große Erkundungstour nochmal machen. Wege müssen wir auch mal wieder bauen, ne? Ja, aber erstmal haben wir hier was zu tun. Denk mal, können wir am nächsten Mal eine Erkundungstour machen und wieder ein paar Rohstoffe holen. So. Also dann kommt das hier eigentlich alles gut an. Was ist das eigentlich? Es kommt gut an. Hier ist auch ein Durchgang, den bräuchte man nicht, aber den lassen wir das so, weil das so schön ist. Boah, war ein tolles Deutsch. So, und jetzt ist mir der Kies ausgegangen. Ich hab's befürchtet. Klar, mal Kies. Oh, Entschuldigung.
musste lesen, wollte euch vorwarnen. Ach, ging aber schneller als ich dachte. So, ich hole jetzt einfach ein bisschen Kies. Vorher packe ich einfach diesen großen, dustigen Feuerstein weg, weil den brauche ich jetzt partout hier nicht. Und warum kann ich bei Axis reparieren? Was fehlt mir dafür? Habe ich zu wenig Erfahrungspunkte? Kann ja auch sein. Da brauchst du gar keine Erfahrungspunkte für.